Willkommen zurück bei Death Stranding. Wir sind hier in unserer kleinen Behausung, nachdem wir Port North City erreicht haben. So, was wollte ich noch machen? Was wollte ich noch machen? Müssen wir noch die Ausdauer ein bisschen erhöhen? Schadet nicht, ne? Erstmal schön Product Placement wieder machen. Oh, schön. Halb Liter Echsen. Danach erstmal schiffen gehen. Gut. So, erstmal nutzen wir unseren schönen Bridges-Hut, von dem ich dachte, ich hätte ihn verloren. So. Gibt's übrigens auf Kojima Productions im Store. Also, ne? Deshalb. Immer locker bleiben. Sieht gut aus. Gut, duschen? Muss ich nochmal duschen? Nee, ne? Da geht's auch. Auch alles gut. Weißt du was? Komm, los geht's. Wir wollen nicht lange schnacken. Ich habe nämlich gesehen, ich bin, glaube ich, entweder sehr lang oder sehr dämlich oder was auch immer. Andere sind nach 4 Folgen schon an diesem Punkt. Die Menschheit kommt überall hin, sogar ins Weltall. Schon bald bist du da raus. Und sobald das alles vorbei ist, bringe ich dich an jeden Ort, an den du willst. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Okay, die sind wieder aufgeladen, ne? Okay, alles klar. Kletterhaken. Ex-Granate, Ex-Granate. Ich habe keine Leiter dabei. Fällt mir gerade mal so auf. Und ich habe auch kein, ich habe auch kein, sag schnell, kein TCM dabei, TCK dabei. Und wieso habe ich die ganzen, das sind doch die ganzen Sachen, wieso habe ich die in dem Koffer? Habe ich keine eigene Vorratstasche oder einen Gürtel hängen oder was auch immer. Meine Stiefel gehen langsam in die Binsen. Das ist nicht gut, ich muss mal eben die Stiefel wechseln. Wechseln. Die sind auch nicht viel besser. Oh, Kacke. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Bitte dranbleiben. Oh nein, auch das. Ach du Scheiße. Das geht ja schon wieder gut los. Mein Name ist Higgs.
Benannt nach dem Gottesteilchen, das die gesamte Existenz durchdringt. Ah, du hast ihn also in diese Sache hineingezogen. Voller Blut, aber aufrecht. Wie bitte? Bridget Strand ist tot? Amerikas letzte Präsidentin, tot und verbrannt. Oh, und jetzt soll das Mädchen Mamis Platz einnehmen. Tja, das wird nichts. Sie ist nicht für die Politik gemacht, oder? Aber keine Sorge, ich finde sie. Und ich passe gut auf sie auf. Weißt du, ich habe das wahre Wesen des gestrandeten Todes erfasst. Oh, es gibt so viel, das ihr nicht wisst. Das Mädchen zum Beispiel, sie ist nicht so wie wir. Dooms ist nicht ihr Ding. Ihr Ding ist eher die weltweite Zerstörung. Eine Extinktionsentität. Oh, ohne die Hand geben zu können, ist es schwer, Verbindungen zu knüpfen. Zum Glück habe ich eine gute Verbindung zur anderen Seite. Und du bist keine Brücke. Aber ich bin mit allem verbunden. Mit dieser Welt, jener Welt und unserem süßen kleinen Todesengel. Speisekarte. Es braucht nur einen kleinen Leeresturz, um uns alle ins Jenseits zu befördern. Also, wie sieht's aus? Bist du die Maloche nicht langsam leid? Hast du nicht die ganze Zeit hierauf gewartet? Ein Game Over. Alter, willst du mich verarschen? Unseren Schadensberechnungen zufolge würde ein einziger Leeresturz Port North City auslöschen. Ein einziges GD, das einen Zivilisten berühren kann, würde ausreichen. Das dürfen wir nicht zulassen. Du musst dich sofort um dieses GD kümmern. Mann.
Wieso nicht tödliche Anti-GD-Waffe? Wo sind meine Blutgranaten? Kann sie nicht abfallen, wenn du gestolperst oder stürzt. In der Hand tragen. Wo zur Hölle? Also, Blutgranate benutzt. So, meinen Anzug befestigen. Ist dann auch, ja, linke Fuß. So. Werkzeughalterung. Stiefel. Vorratstasche.
Unglaublich. Einfach unglaublich. Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein Mensch ein GD besiegt. Wärst du kein Wiederkehrer, wäre das wohl unmöglich gewesen. Bei Kontakt mit deinen Flüssigkeiten besteht nicht nur kein Leeresturzrisiko, sondern man kann genauso, wie dein Car vom Strand abgestoßen wird, mit deinem Blut GDs aus unserer Welt vertreiben und auf die andere Seite zurückschicken. Du hast uns Hoffnung gegeben, Sam. Vielleicht gibt es doch noch eine Rettung. Darauf kannst du stolz sein. Amelie erwartet dich noch im Westen. Geh zu deinem Schiff. Es ist bereit. Bring diese Vorräte nach Lake North City. Wir fangen gerade erst an. Ich nehme alles mit. Alles meins. Okay, den Scheiß, den ich hier hab. Ich muss mich da mal besser in das Management hier reinfuchsen. Das ist ja... Es geht ja mal gar nichts. So, wo ist mein Schiff? Den nehme ich mit. Da ist jemand glücklich. Warte mal, ich brauche nichts in der Hand. So, wo ist mein Schiff? Wir sehen wieder aus wie der letzte Schmockes. Schadet nicht. Du brauchst halt nur eine Menge Granaten, ne? Ich muss mal gleich mal neue Stiefel machen. Willst du auf diesem Schiff mitfahren, Sam? Sei dir bewusst, dass du alle noch nicht zugestellte Fracht zurücklassen musst, wenn du an Bord gehst. Es wäre aber eine Schande, etwas Wichtiges aufzugeben, gerade wenn ein Auftrag fast abgeschlossen ist. Mein Rat? Pack das Zeug in deinen privaten Spind in Port North City. Oder, falls du vorher noch etwas erledigen willst, kannst du deine Schiffsreise auch so lange aufschieben. Deine Entscheidung. Ah, ich gehe jetzt storymäßig weiter, ne? Okay, das heißt, ich kann hier noch... Ja, aber, hab ich denn hier? Hab ich hier Freiheit? Sieht so aus, als hättest du da einen leeren Behälter. Solchen Schrott kannst du bei Bridges abliefern. Du brauchst ihn vielleicht nicht, wir aber schon. Der recycelt. Ach so. Ah, ich verstehe. Ich kann die leeren Dinge abgeben. Okay. Okay, da geht die Story weiter. Okay, gut. Wir haben ja jetzt erstmal den Dings besiegt, den GD. Mr. Condition, weißt du? Bitte dranbleiben. Anzug wird dekommen. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. So, warte. Aufträge annehmen, Material nehmen, recyceln. Das ist ein leerer Dings, ne?
Okay. Auch ein leerer Dings. Den brauche ich auch nicht. Was? Nein, nicht tragen. Benutzte Blutbeutel? Wann habe ich die denn benutzt? Ich brauche neue Schuhe. Wir können ein paar chirale Kristalle hier mal reinballern, ne? Wo ist er denn? Oh, so viele? Ich brauche Schuhe. Schuhe anziehen. So, neue Schuhe. So. Das heißt, ich kann die alten recyceln. Ja, weiß mal, nicht mitgeführt. Die legen wir erstmal in den privaten Spind rein. So, dann sind die erstmal sicher. So, neue Schuhe haben wir nämlich an. Stiefel. Weißt du? Stiefel. So, wir brauchen CCK. Zwei. Brauchen wir zwei? Zwei sind okay, ne? Ja. Gut. Brauchen wir sonst noch was? Kletterhaken haben wir bei. Leiter. Brauchen wir Leiter? Ah, es ist so schwierig. Es gibt nur noch Standardaufträge. Ja, was mache ich denn jetzt? Laufe ich noch ein bisschen in der Welt rum? Oder gehe ich in der Story weiter? Ich gehe in der Story weiter. Vielen Dank für deinen Beitrag. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Bitte dranbleiben. Bitte dranbleiben.
wie er aussieht. Ich kann ja wieder hierhin zurück. Das ist ja das Prinzip von Open World Game. Ja, okay. Snack? Ach, sie wieder. Du hast es geschafft. Ich bin hart im Nehmen, trotz meines Namens. Du hast das Arschloch auch gesehen, oder? Hicks, der Anführer einer Separatistengruppe. Sah aus, als würde er dieses GD kontrollieren. Sowas geht auf Stufe 7, vielleicht höher. Du weißt anscheinend viel über ihn. Wir haben zusammengearbeitet. Wir hatten sowas wie einen Vertrag. Aha. Geschäfte mit Terroristen? Na, Hauptsache Geld, was? Er war damals nicht so. Also, was ist dein Ziel, hä? Willst du die Welt retten oder sie zerstören, so wie er? Ich wünschte, die Dinge wären anders, okay? Hier ist unser Taxi. Unser? Keine Sorge, ist noch ein Schuss. Komm schon, wir sind die einzige Fracht. Fragile. Hm.